Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe Kultmagazin. Mein Name ist Jan Kölges. Ich führe euch durch die heutige Sendung mit dem Thema Leerstand. Das Wort Leerstand, was bedeutet das? Es bezeichnet im Allgemeinen einen Wohnraum oder eine Immobilie, die über einen längeren Zeitraum leer steht. Doch wie lange ist das genau? Wie viele Leerstände gibt es in Salzburg eigentlich und wie ist die Gesetzlage bei Zweitwohnsitzen? Diese und weitere spannende Fragen beantwortet unser heutiger Gast und Experte in Sachen Raumordnung und Wohnen, heute im Kultdialog. Im Anschluss darauf seht ihr einen umfangreichen Beitrag unseres mobilen Filmteams über die SUPE-Initiative und ihren Bemühungen zur Zwischennutzung von Leerständen in Salzburg. Zum Abschluss bekommt ihr von uns wie immer eine Übersicht der kommenden Veranstaltungen im Kultplan. Jetzt zum Kultdialog. Bitte sehr. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Kultdialog. Das Thema heute lautet SUPE-Initiative zur Nutzung von Leerständen als Handlungsräume für Kultur und Wissen. Dafür darf ich sehr herzlich unseren Gast begrüßen, Frau Inge Strassel. Sie gehört zum Team für das vom Salzburger Institut für Raumordnung und Wohnen. Wenn Sie uns vielleicht kurz erklären, wer Sie sind und was Sie genau machen. Gerne. Danke vielmals für die Einladung. Ich bin im SIR, im Salzburg-Institut für Raumordnung und Wohnen, angestellt und arbeite dort im Bereich Wohnbauforschung und habe mich in den letzten Jahren auch mit dem Thema Wohnungsleerstand befasst. Und wir haben da auch eine genaue Untersuchung gemacht, wie das ausschaut mit Wohnungsleerstand in der Stadt Salzburg. Ja, genau. Also das Salzburger Institut hat ja dazu zu dem Thema Wohnungsleerstand im letzten Jahr eine Studie gemacht, unter anderem über Salzburg. Wenn Sie uns da vielleicht erklären, worum es dabei genau gegangen ist. Genau, wir haben mal angeschaut, wie hoch ist ungefähr dieses Potenzial an Wohnraum, der praktisch schon existiert, aber nicht genutzt wird. Das heißt, Wohnungen, die bereits als Wohnungen existieren, aber leer stehen. Wir haben dazu eine Studie gemacht, eine Untersuchung und haben auch anhand von Stromverbräuchen nicht auf die Wohnung genau, sondern auf das Areal, auf den Stadtbezirk geschaut, wie viele Wohnungszähler gibt es jeweils, die kaum Strom verbrauchen, und haben aus dem dann Rückschlüsse ziehen können, wie viele Wohnungen es bereits gibt in der Stadt Salzburg, die aber nicht genutzt werden. Und das wäre natürlich auch ein Potenzial, wo man sagt, da kann man eigentlich relativ leicht wieder Wohnnutzungen hineinbekommen, ohne dass man jetzt was Neues bauen muss. Okay. Bei uns geht es ja heute um die Nutzung von Leerständen als Handlungsräume. Was sind Ihrer Meinung nach Gründe dafür, dass es in Salzburg so viel Leerstand gibt? Das hat sehr viel, glaube ich, mit Zeiten auch und mit auch Demografie zu tun. Das sind einerseits bei Wohnungen, haben wir festgestellt, dass es relativ viel Leerstand gibt, gerade in Eigentumsbereichen, so aus den 60er, 70er Jahren. Das sind die Wohnungen, die gekauft wurden von damals jungen Leuten, die mittlerweile alt sind, die in Seniorenheimen sind, die in Pflegeheimen sind, wo es gerade Wohnungsübergaben gibt. Das heißt, da gibt es schon auch aufgrund der Demografie einen Wechsel, wo einmal eine Zeit lang oft unklar ist, was mit den Wohnungen ist oder wie die weiter genutzt werden. Und ähnlich ist es natürlich im Gewerbebereich auch, dass Gewerbebetriebe sich verändern, Nutzungen sich verändern und dadurch auch Leerstände entstehen. Okay. Und bei Ihrer Studie, also wenn Sie uns vielleicht mal die Ergebnisse davon vielleicht kurz erklären würden, vor allem auf Salzburg gesehen, zu welchen Ergebnissen Sie da gekommen sind? Also wir haben uns angeschaut, wie viele Wohnungsstromzähler gibt es in der Stadt Salzburg, die jetzt weniger als 200 Kilowattstunden verbrauchen. Das war so eine Annahme, wo wir gesagt haben, das ist, wenn hier und da mal irgendwo wer nachschauen kommt, ob alles in Ordnung ist oder so, dann ist das noch der Verbrauch. Wenn es mehr ist, sagt man, dann liegt schon in irgendeiner Form zumindest eine Teilnutzung vor. Aber das sind doch 4.800 Wohnungen in Salzburg. Wenn man jetzt sagt, ein Teil davon ist zum Beispiel gerade in einer Sanierungsphase oder in einer Übergabephase und wird eh wieder genutzt,
Und es gibt vielleicht einen Teil, die beruflich bedingt gerade nicht genutzt werden, die aber nicht leer stehen, sondern wieder später genutzt werden. Also wenn man solche Fälle oder auch Fehlermeldungen bei Stromzählern, wenn man das alles korrigiert mit Erfahrungswerten, dann kommt man auf ein Potenzial von ungefähr 3.500 Wohnungen in der Stadt Salzburg, die de facto nicht genutzt werden und die aber theoretisch als Potenzial für Hauptwohnsitze zur Verfügung stehen würden. Empfinden Sie, dass es auch ein Thema ist, das hätte schon viel früher Taten benötigt? Also generell auch das Thema Leerstand? Ich glaube, dass das ein Thema ist, das immer aktuell war und immer aktuell sein wird. Okay. Gut. Und was denken Sie über Organisationen wie die Superinitiative und deren Arbeit? Ich finde es ganz toll, wenn man sich mit dem Thema Leerstand mehr auseinandersetzt. Und dass es auch, es ist ja auch oft so, dass gerade wenn zum Beispiel ein Gewerbebereich absiedelt oder wenn auch eine Umnutzung von einem Gelände oder Gebiet erfolgt, dann braucht es eine Zeit, bis das neu entwickelt ist. Und in dieser Zeit ist es ganz wichtig, dass diese Areale genutzt werden, dass da in irgendeiner Form was passieren kann. Und das bietet sich wirklich an, dass man da kulturelle Nutzungen, Zwischennutzungen, was immer dort macht, einfach auch um zu verhindern, dass Gebiete verwahrlosen, dass sie in irgendeiner Form einen schlechten Ruf bekommen. Das Image von Wohnsiedlungen, von Stadtquartieren, das ist ganz wesentlich. Mhm. Und wenn man da so zwischensteuern kann, dann ist das eine ganz super Initiative. Und glauben Sie, inwieweit macht es Sinn, sich mit diesem Thema auch auf längerfristiger Hinsicht zu befassen? Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Mhm. Also für die Stadtentwicklung und Stadtplanung sind das ganz wichtige Dinge, weil Stadtplanung ist ein dynamischer Prozess. Es passiert immer etwas und es ist eigentlich auch nicht gut, wenn einmal in einem Bereich sehr lange Zeit nichts passiert, sondern auch eben Bereiche, die umgenutzt werden, die jetzt leer stehen, die haben ja auch in der Zeit ein Mordspotenzial und ich finde es gut, wenn das genutzt wird. Und glauben Sie, dass es hier aber zu Problemen bzw. Schwierigkeiten auch kommen könnte? Es gehört natürlich professionell gemacht, das ist keine Frage, aber es gibt sehr viele Beispiele, auch in Wien zum Beispiel, von größeren Anlagen, wo es sehr viel kulturelle Zwischennutzungen gibt, wo es auch mit Initiativen mit der Nachbarschaft Erfahrungen gibt, wie man diese Areale nutzen kann, wie man sie bespielen kann, wie man eine spätere Nutzung schon vorbereiten kann. Und da gibt es eigentlich, wenn es gut gemacht ist, nur gute Erfahrungen damit. Und inwieweit glauben Sie, dass das Land Salzburg oder generell die Regierung ein Interesse daran hat, sich aktiv in dieses Thema mit einzubringen beziehungsweise auch für Veränderungen zu sorgen? Ich glaube, dass das politisch schon ein sehr interessantes Thema ist. Also in Salzburg haben wir auch so Themen, solche Gebiete gehabt im Bereich zum Beispiel vom Stadtwerkeareal in Lehn. Da war es schon auch für die Stadt ganz wichtig, diesen Prozess irgendwie zu begleiten, auch die Information auch schon in der Entwicklung und in der Planungsphase die Leute rundherum einzubinden, zu informieren, was da passiert. Und noch schöner ist es natürlich, wenn man das noch aktiver betreiben kann, dass man in der Zwischenzeit wirklich kulturelle oder temporäre Nutzungen dort anbieten kann. Okay. Und inwieweit glauben Sie, gibt es das Interesse auch vom Land Salzburg mit Organisationen wie zum Beispiel der Superinitiative zusammenzuarbeiten? Oder auch inwieweit findet diese schon bereits statt, also eine Zusammenarbeit? Ich glaube sicher, dass das interessant ist. Und was ich weiß, gibt es ja auch schon Kooperationen. Mhm. Okay. Gut, dann bedanke ich mich sehr herzlich, dass Sie unser Gast heute waren. Danke vielmals, freut mich sehr. Das war der Kultdialog. Für weitere Informationen über den SER besucht www.salzburg.gv.at. Häuser baut man zum Wohnen und nicht zum Anschauen. Dieser Meinung war zumindest der englische Philosoph Francis Bacon. Seiner Meinung nach hat die Zweckmäßigkeit eines Gebäudes Vorrang vor seiner Schönheit. Außer man kann beides miteinander vereinen. Und genau diese Absicht haben die Leute vom SER und deren Mitglieder. Was diese genau machen, erfahren wir jetzt im Kultblick. In Salzburg gibt es zahlreiche Leerstände. Die Superinitiative hat es sich zum Ziel gesetzt, eine Vielzahl dieser vorübergehend leerstehenden Räume in Salzburg als kulturelle Handlungsräume zu vermitteln. Stefan Heinziger,
einer der Mitbegründer der Superinitiative, hat uns für ein Interview im Kunstquartier Salzburg besucht. Also die Superinitiative ist ein Verein, die sich um die Leerstandszwischennutzung kümmert in Salzburg. Super, das Eigenschaftswort spricht ja für sich. Es steht dafür, dass es einfach gut ist, Leerstand zu nutzen, zwischenzunutzen. Es ist gut für die Eigentümer und es ist gut für die Leute, die Bedarf haben. Es ist eigentlich eine klassische Win-Win-Situation und insofern haben wir den Begriff super für uns und unsere Aktivität sehr treffend gefunden. Bei uns melden sich also Leute, die zum Beispiel einen Proberaum suchen oder ein Atelier suchen oder die eine Veranstaltung machen wollen oder die ein Studio suchen oder die ein Fotoshooting machen wollen für ein bestimmtes Produkt und zum Beispiel eine gewisse leerstehende Fabrikshalle vor Augen haben. Ja. Anita Tannhofer ist Kunsthistorikerin und eine der Mitbegründerinnen der Superinitiative. Goldilocks Effects ist eine Plattform, wo sich die Besucherinnen mit den Künstlerinnen treffen können, wo dann quasi über die Kunst auch gesprochen wird, wo die Künstlerinnen eigentlich diese Arbeit, die eine Kunstvermittlerin ansonsten in der Ausstellung macht, selber machen. Und bei Goldilocks Effects war es mir eben wesentlich, dass die Künstler und Künstlerinnen selbst vor Ort sind und selbst mit den Leuten einen Diskurs suchen. Das heißt, ich habe nicht zu der Künstlerin gesagt, du hast diese Wand und du kannst hier deine Arbeiten aufhängen und in Gegenüberstellung mit jenem Künstler oder jenen Künstlerin. Die ganze kuratorische Arbeit, die normalerweise eben eine Kuratorin im Vorhinein macht, hat die Gruppe gemeinsam gelöst. Einer, der die Superinitiative aktiv nutzt, ist der Künstler Alexander Ohrenschall. Als Raumsuchender wandte er sich an die Superinitiative und kam so zu seinem Atelier in der Judengasse. Es ist gar nicht so schwer, glaube ich, Leerstände zu finden. Schwer ist es, längerfristig nutzbare Leerstände zu finden. Weil die Leerstände sind ja immer nur kurzfristig, manchmal nur für Monate nutzbar. Und insofern ist das, wenn man vorhat, länger bestimmte Dinge auszuführen, dann schon auch ein Problem. Allerdings verglichen mit München, wo ich auch einige Jahre war, ist es doch erstaunlich, eben gerade durch die Superinitiative oder auch durch das Netzwerk, was es unter Künstlern hier gibt, ein sehr solidarisches Netzwerk, dass in dieser kleinen Stadt, die sicher viel weniger Leerstände zur Verfügung hat, es dann doch mehr Gelegenheiten gibt, die sich dann plötzlich auftun als in einem großen München. Hier ist es kein Ausstellungsraum, es ist ein Proben- und Arbeitsraum für unser Projekt Prophecy in 2160. Ja, das ist ein Projekt, in dem wir Zukunftsvisionen aller Salzburgerinnen und Salzburgern sammeln. Das Ganze wird gefördert von Salzburg 2016. Und das ist ein sehr multimediales Projekt, weil es einerseits die normale Geste des Interviews bis hin zur dann Performance und bis hin zu einem Abschlusswerk in der Kollegienkirche dann bildet. Und es ist ein fantastischer Raum, der eben sowohl Besucher als auch eben doch eine größere Crew bergen kann für Proben oder eben für Präsentationen. Wie finden Sie als Künstler die Superinitiative? Ja, wie der Name sagt, super. Weil sie für uns Künstler natürlich sich, wie ich das in den letzten Monaten gesehen habe, sehr, sehr engagiert, wie ich es nirgendwo sonst gefunden habe. Und bin natürlich auch froh und dankbar, dass sie uns diese Räume hier gefunden hat für unser Projekt. Es ist ein tolles, wirklich spannendes Gefühl. Dann ist es immer ein Kribbeln. Ja? Also kann man so einen Leerstand überhaupt für eine Ausstellung nutzen oder benutzen? Das Gute ist, die Erwartungshaltung ist immer relativ niedrig. Und deshalb ist natürlich der Überraschungsmoment dann höher. Und Leerstand ist ja oft so in der Wahrnehmung, ja, da findet nichts mehr statt, das ist ja kein schöner Raum vielleicht auch, es ist nicht alles schön, glatt, sauber
weiß. Die Wände sind teilweise schimmelig oder es sind Dinge aus den Wänden herausgerissen. Also es ist kein Ort, der jetzt einmal im ersten Hinschauen ästhetisch schön wirkt. Und hier war es tatsächlich so ein positiver Wettstreit zwischen den Räumlichkeiten, dem Raum und der Kunst. Durch die Super-Initiative werden leerstehende Räume in ganz Salzburg wiederbelebt und für originelle und kulturelle Projekte zur Verfügung gestellt. Wir finden die Initiative einfach super. Das war der Kultblick. Wenn ihr mehr über die Super-Initiative und ihre Vorhaben erfahren möchtet, besucht sie im Internet unter www.superinitiative.at. Kommen wir nun zu unserem Eventkalender und den Veranstaltungen der nächsten Wochen. Wir zeigen euch, wo wann was passiert. Jetzt im Kultplan. Vor genau 500 Jahren starb der niederländische Maler Hieronymus Bosch. Sein Werk gibt bis heute Rätsel auf. Seine fantastische Malerei und die Eigenwilligkeit seiner Bilderwelt fasziniert. Ebenso wie sein Werk stellt das Leben des Genies Kunsthistoriker vor unlösbare Fragen. So wenig ist über ihn bekannt. Seine Bilder sind hochkomplex und kaum entschlüsselbar. So viele Interpretationen sind möglich und doch reicht keine Erklärung aus. Das Schauspielhaus Salzburg hat den Schweizer Autor Jérôme Huneau beauftragt, den Spuren des Malers zu folgen. Boschs wohl berühmtestes Triptychon, der Garten der Lüste, ist Ausgangspunkt einer unglaublichen Reise in die fantastische Welt des mittelalterlichen Malers, der seinerzeit weit voraus war. Hieronymus Bosch ist eine Komödie der Deutungsirrungen, eine spielerische Einladung, sich in dieser scheinbar unnötigen und doch so lebenswichtigen Materie zu verlieren. Die AG Kultur lädt zum jährlichen Open Mind Festival ein. Seinen Anfängern verfolgt das Festival das Ziel, die Auseinandersetzung mit einem aktuellen, gesellschaftspolitisch relevanten Gegenstand über künstlerische und diskursive Wege zu ermöglichen. 2016 kreist das Open Mind Festival um die Themen des Verschwindens und Entkommens. Die Sehnsucht nach dem Verschwinden der Wirklichkeit in der Kunst ist wohl genauso alt wie die Angst vor dem Verschwinden der Wirklichkeit. Das Open Mind Festival wird sich Orten der Erleuchtung wie des Zerfalls widmen, der Emanzipation und Flucht nach vorn, wie dem Eskapismus als Ausweg vor der Unerträglichkeit des Seins. Ausweg, das Wesentliche Nein, als Aufforderung für einen Aufbruch ins Ungewisse. Dieser besondere Markt ist aus dem Programm des Emailwerks nicht mehr wegzudenken. Die angenehme Atmosphäre lädt auf zwei Stockwerken ein, sich Zeit zu nehmen, die kreativen Produkte der Kunsthandwerker in Ruhe zu betrachten, interessante Köstlichkeiten zu probieren und das feine Rahmenprogramm zu genießen. Die Erfolgsgeschichte vom Salzburger Rapper Dame ist eine, die beeindruckender kaum sein könnte. Vom YouTube-Star etabliert sich der Sänger zum angesehenen Musiker der Szene, der mit seinen Alben stetig die Charts unsicher machte und mit seinem letzten Longplayer, Lebendig begraben, sogar den Sonnenplatz in den österreichischen Albumcharts erobern konnte. Und auch in der Rap- und Hip-Hop-Hochburg Deutschland knackte Dame mühelos die Top 10. Am 24.11. präsentiert er sein neues Album Straßenmusikant im Rockhaus. Die Local Heroes im November sind ein bunt zusammengewürfelter Haufen. Von wavigem Pop-Rock bis zum klassischen Songwriter-Pop, eine Prise Post-Rock und diverse Indie-Einschläge inklusive. Es lebe die Vielfalt. Mit dabei sind Ray Shames, Nico und Elia Wolf, Oberhauser und Schönegger und Red Monitors. Das ist auch schon das Ende dieser Sendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Thema der nächsten Sendung, der Verein E-Kult. Wir sehen uns im Dezember. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.